Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Baldur's Gate begrüßen zu dürfen. So, wir sind hier, wieder da, wo wir angefangen haben. Wir schauen uns weiter um. Da liegt nochmal was, nochmal eine Leiche rum. Nochmal ein männlicher Körper. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass wir das K geben müssen. Ich dachte, wir hätten vielleicht hier, dass wir das K geben müssen, diese Leiche hier. Aber, also noch mehr, noch eine will ich jetzt nicht abziehen, mitnehmen, meine ich. So, was haben wir denn hier? Da geht's auf jeden Fall hoch. Da geht's hoch. Wir schauen mal, wo geht's denn da genau hin? Da kommen wir... ja, genau, Südwesten raus. Fine and dandy. Und hier kommen wir da auch Südwesten raus. Hallo. Dankeschön. Jetzt. Ja, auch das ist Südwesten. Yep. Dann schreiben wir mal hier rein. Zum Südwesten. Alles klar. Wie sieht es jetzt aus? Nach Norden geht's nicht. Yep. Hier sind wir schon hochgegangen. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Was ist hier? Da geht's auch weiter. Also, da haben wir... Ich mach mal noch ein Fragezeichen. Fragezeichen hin. Da wissen wir noch nicht, wo es lang geht. Und hier... Schauen wir mal ganz kurz. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ah ja, das geht in ein anderes Gebiet der Kanalisation rein. Und da haben wir auch, wo es zum Unterkeller schon gegangen ist. Okay, dann heißt das hier... zur Karte 1. Das ist dann jetzt das hier. Ich nenne das jetzt hier mal Karte 2. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Dann geht es nämlich hier... zur Karte 2. So. Dann können wir noch mal ganz kurz schauen, wo geht's denn dahin? Geht's da auch wieder in den... Entweder geht's in ein Gebäude rein oder auch wieder in ein nächstes Gebiet von einer anderen Karte. Gehen wir mal. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiter... Ah ja, es geht also... Ah ja, es geht einfach nur woanders hin. Ins selbe Gebiet, also auf Karte 2. Zur Karte 1. Dann geht es hier zur Karte 1 rein. Alles klar, dann bleiben wir jetzt mal hier. Not a problem. Ratchild, ich bin Ratchild. Ich zerstöre alle, dem sich mein Volk entgegenstellen. Spüre den Zorn von Ratchild, spürt mein Zorn und zittert. Was genau ist euer Volk? Mein Volk herrscht über die Tiefen, wo die Abfälle eures Volkes hingesendet werden. Dort leben wir. Ratchilds Stamm ist stärker als alle anderen. Ratchilds Stamm wurde dazu ausgebildet, alle zu besiegen. Alle. Niemand kann sich Ratchild und seinen Stamm gegenüber behaupten. Es ist ja wunderbar, dass ihr hier unten lebt, wo all unser Müll abgeladen wird. Ihr solltet wirklich stolz sein. Ihr untersetzt Ratchild. Das haben schon viele gemacht, sogar die Hafner. Und alle haben den Zorn von Ratchild zu spüren bekommen. Oh, es ist tatsächlich ein Magier. Hatten aber nicht viel gebracht. Oh, das sind doch schon einige hier. So. Moment, da ist auch nochmal einer. Ich hätte ihn ja leben lassen, aber das ging leider nicht mehr. So, okay, wo sind wir jetzt? Da geht's auf jeden Fall weiter, das haben wir. Hier geht's hoch und hier geht's hoch. Dann schauen wir mal, wo geht's denn da jetzt genau hoch? Das ist beim Hafen. Das war im Süden. Fine and dandy.
Und das hier? Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. War auch... Ja doch, war auch Hafen. Okay, also hier geht es zum Süden. So, dann haben wir das erledigt. Welche... Ja, Moment, du machst mal wieder Ding rein. Dann gehen wir vielleicht mal hier lang. Wo geht es denn hier hin? In der Sackgasse. Und es sieht auch nicht aus, als ob wir hier weiterkommen. Okay, dann ist das hier auf jeden Fall schon mal fertig. Dann gehen wir mal nach da nach Norden. Grüner Schleim, ich geht. Euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Schleimer, voll Deivel. Okay. Also bisher, außer ein paar Leichen, haben wir jetzt noch nichts gefunden. Wo geht's dahin? Da geht es. Das war Norden. Hier geht es also in den Norden. Zum Norden. Alles klar. Dann lasst uns erstmal hier weitergehen. Bisher habe ich jetzt also noch nicht wirklich was gefunden. Was war eigentlich unsere andere Aufgabe hier nochmal? Ach, wir müssten so einen Stein finden hier. So ein Titanit. Titanit, genau. Soll man auch noch machen. Also das haben wir. Und natürlich die vermissten Burger. Ich mache beide mal auf. Das sind unsere zwei Quests, die wir hier haben. Titanit haben wir noch nicht gefunden, aber es müsste irgendwo einer sein. Guck mal, da geht's auch noch mal weiter. Speichern. Wo geht's denn hier hin? Oh. Ah, da waren wir schon. Ach, da geht's auch noch mal weiter. Okay. Das heißt, zur Karte 2 geht's da auch noch mal hin. Das habe ich übersehen gehabt. Okay. Not a problem. Fine and dandy. Dann zur Karte 1. So. Alles klar. Dann haben wir das jedenfalls mal fertig. Ah, ich hoffe, ich habe nicht irgendwie diesen Edelstein oder was auch immer Titanit ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall haben wir es noch nicht gefunden. Ich hoffe, ich habe es nicht übersehen irgendwie. Ah, da geht's in eine neue Kammer rein. Und wir haben Grünschleim. So, gut. Speichern wir mal. Dann geht es hier hoch. Da geht's. Wo geht's denn hier hin? Auch wieder, das ist auch wieder der Norden. Beim Turm hier. Und wo geht's hier hin? Da haben wir ja auch noch irgendwie wie einen Ausgang. Auch hier in den Norden. So, also hier geht's. Zum Norden. Ich denke mal, wir haben jetzt alles gehabt von Norden, von Süden, Nordwesten, Westen und so weiter und so fort. Und hier haben wir jetzt halt eher die... Also wir haben auf der anderen Karte, auf Karte 1, haben wir den ganzen Westen eigentlich gehabt. Und hier scheinen wir eher den Norden zu haben. Zum Norden, zum Süden und so weiter hier. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es noch eine dritte Karte gibt, wo wir dann in den Osten kommen. Also einen Bereich für den Westen, einen für der Mitte von dem Gebiet und einen für den Osten. Und, es hieß ja, wir sollen in den Osten gehen. Das heißt, wir finden auf dieser Karte auch noch nichts. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich erst in der nächsten Karte,
in Karte 3 sozusagen, was wir diese eine Quest finden. Für die andere wissen wir es auch nicht. Und ich glaube, so langsam, da wir noch nicht im Gebiet sind, wo Osten ist, können wir den eigentlich liegen lassen. Den brauchen wir da nicht. Das ist einfach nur ein, ja, eine Leiche. Und wir wissen, wo wir noch eine weitere finden. So. Okay. Hier geht's auch wieder hoch. Das sollte wahrscheinlich jetzt irgendwo zentral, genau. Das ist in der, im Zentrum. Das nennen wir dann mal zur Mitte. Aber wie ich es gesagt habe, Mitte, Süden, Norden. Also da muss es definitiv noch ein anderes Ding hier geben. Oh Moment, da geht's auch noch irgendwo hin. Wo geht's da hin? Ah ja. Da kommen wir dann zur Karte 3. Das heißt, hier geht es zur Karte 2. Aber ich bin hier noch nicht ganz fertig. Oh, you bet. So, und hier kommen wir dann halt so zur Karte 3. Gut. Und auf dieser Karte müssten wir dann, denke ich, irgendwas finden wegen den vermissten Leuten. So, jetzt schauen wir uns aber erst noch weiter hier um. Kanalreiniger. Könnt ihr mal was sagen? Hallo? Hey, Kollege! Was sucht denn ihr hier unten? Es ist gefährlich hier, wenn man dort dich nicht auskennt. Und das Ding ganz fürchterlich. Ja, wie war? Hey, alles klar. Dann, wo geht's denn hier hoch? Hier geht es... nee, das ist ja was Zentrum, oder? Doch. Ja. Nee, das ist die Mitte, genau. Das heißt, hier haben wir auch wieder zur Mitte. Dann können wir mal kurz hier noch rübergehen. Da haben wir noch einen Kobold. Da geht es nämlich wieder zu den Dings hin, wo wir vorher gewesen sind schon. Sehr gut. Hier geht's nirgends weiter. Hier geht's noch irgendwo hin. Geht's da? Auch wieder zur Mitte. Ja, das passt genauso, wie wir es schon draufgeschrieben haben. Okay, also nach Süden. Genau, und dann... haben wir hier das hier. Geht es jetzt noch hier hin, wo wir zum Unterkeller kommen? Also da hatten wir noch mehr Leichen. Ist ja ekelhaft. Ja, also an Leichen fehlt es uns jetzt hier definitiv nicht. Also an Leichen fehlt es uns definitiv nicht. Okay, das hier ist wieder der Hafen. Also das ist wieder Süden. Und das hier hinten ist dann auch wieder Süden, oder? Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie ja, das ist auch wieder Süden. Hallo, bitte hierher. Dankeschön. Okay, also hier geht es zum... Hoppala. So. So, zum Süden. Alles klar. Geht es denn hier unten noch weiter? Ja, auch da unten geht's noch weiter. Wo geht's denn hier hin? Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Ja, da geht's zum Unterkeller. Das heißt, da geht's auch wieder zur Karte 2 zurück. Fine and dandy. Das heißt, ich schreibe mir das auch mal auf. Da geht es dann mit Weiß... zur Karte 3. Nicht 23, sondern 3. Puff. Ja, ich glaube, dann sind wir hier eigentlich relativ fertig. Dann haben wir auch nicht irgendwie was verpasst gehabt. Weil Unterkeller habe ich ja das eine gedacht gehabt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Probleme, weil das so eine Art Geheimgang gewesen ist.
Aber das scheint kein Problem gewesen zu sein. Weil den haben wir ja entweder hier oder hier. Entweder hier oder hier war das. Okay, also Karte 3. Hier sollten wir auch in den Osten der Stadt kommen und hier müssten wir auch diese eine Quest erledigen können. Und dabei in den... Oh, was sind das? Aaskriecher, oder? Aaskriecher. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und da wir, es sind auch nur Aasfresser. Ekelhaft, aber gut. Speichern. Jetzt sind wir Schrein des Ilmater im... genau. Fine and dandy. Erstmal Pause. Das geht hier zum Nord... hoppala. Zum Nordosten. Aber so wie ich es gesagt habe. Not a problem. Gehen wir mal hier runter. Da war auch nochmal ein anderer Typ gewesen. Aber der ist irgendwie... doch, da ist er. Nochmal ein Aasfresser. Theoretisch müsste das auch die letzte Karte sein. Hä? Aasfresser, mit denen wir reden können? Ein Ogermagus. So, ein paar kümmerliche Oberflächenbewohner sind gekommen, um zu sterben. Eine nette Ergänzung für meine Sammlung. Meine kleinen Lieblinge haben wohl viel Not und Pein in euren Reichen auf der Oberfläche verursacht, was? Sie sind ziemlich nützlich dafür, die Menschlinge von der Oberfläche zu holen. Meine Tierchen bekommen das Fleisch als Futter und ich behalte die hübschen Schätze. Ah ja, der hat also... Die haben also die, wenn ich es richtig verstanden habe, die haben die Einwohner runtergezehrt. Die Viecher haben sie gefressen und der hat sie ausgeraubt. Meine lieben Tierchen, tötet diesen Eindringling. Ja, erledigen erstmal dich, hätte ich gesagt. Ihr habt gerissen? That was just for practice. Oh, Moment mal, hast du nicht noch einen Feuerstrahl? Das würde, glaube ich, da ganz gut passen, oder? Tell me. Dann müssten wir eigentlich doch diese Quest erledigt haben. Also hätte ich jedenfalls so gesagt gehabt. Was haben wir da noch alles? Ein Ring. Sashen Star Rubinring. Questing. Oh, ein Krummsäbel, ein magischer. Vielleicht müssen wir den Ring ein Dings geben. Was hatten wir eigentlich noch alles hier? Das hier geht dahin. Das beheilst du mal. Die Steinchen kannst du hier Dings geben. Immoen geben. Und da haben wir nochmal andere Sachen zum Identifizieren. Die kommen jetzt hier rein. Bei dir. Die kommen hier rein. Den kannst du nicht benutzen. Ein Krummsäbel plus 1 und Kugel plus 1. Ja, die kannst du mal hier oben mit drauf tun. Müssten wir auch mal neue holen, schätze ich mal. Ein Krummsäbel plus 1. Du hattest doch auch Krummsäbel. Ja, Krummsäbel, bla bla bla. Aber genauso wie ein Langschwert. Also das macht keinen großen Unterschied. Außer, dass wir da auf jeden Fall schlechter sind. Und wenn ich das so mache... Ja, wir sind definitiv schlechter mit den Dingern hier. Und bei dir... Nimm mal ganz kurz. Sind wir auch schlechter. Ja, dann können wir den definitiv mal verkaufen. Ihr wünscht. Okay. Dann schauen wir mal, wo kommen wir denn hier hin, wenn wir da hochgehen. Da kommen wir
In den Osten müsste das sein, genau. Fine and dandy. Und hier wahrscheinlich genauso. Dann sind wir genau da. Dann sind wir eigentlich genau da, wo wir gesagt haben. Hallo? Genau. Wo er gesagt hat, im Osten sind die Leute verschwunden und es ist ja auch hier im Osten. So. Zum Osten. Alles klar. Aber ich denke, wir haben noch ein paar Sachen, wo wir uns anschauen können. Den und den Gang müssten wir haben. Ich mache es aber, ich denke, trotzdem nochmal auf. Aber da haben wir ja noch 1, 2, 3 und 4 weitere Gänge. Die werden wir auf jeden Fall noch anschauen. Und wir haben ja auch noch dieses eine Teil, wo wir suchen müssen. Das müsste eigentlich jetzt hier sein, oder? Ich habe irgendwas übersehen. Eins von beiden. Oder habe ich es aus Versehen in den Gepäck hier reingemacht gehabt? Moment mal. Bla bla bla, bla bla bla, Jadering, Perle. Himmelstor, Kilfzios. Nee, da ist er nicht dabei. Ich dachte schon, ich hätte ihn vielleicht aus Versehen da reingemacht. Aber egal. In der nächsten Folge schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.